Ja, wir befassen uns mal weiter mit Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit in der theoretischen Informatik. Und da gibt es ein ganz spannendes Problem, das wir uns mal näher anschauen. Und zwar ja, die Beschäftigung mit fleißigen Biebern. Ja, Busy Beaver im Englischen. Und ja, da kann man nochmal sich sehr schön verdeutlichen, dass nicht alle Probleme entscheidbar sind algorithmisch und nicht alle Funktionen berechenbar, auch wenn man sich das so vorstellen würde. Ja? Okay, wir schauen uns mal an. Fleißige Biber. Was ist ein fleißiger Biber? Ein fleißiger Biber ist eine Turingmaschine, die bei einer gegebenen Anzahl von Nicht-Endzuständen eine maximale Anzahl Einser aufs Band schreibt im Vergleich zu anderen Turing-Maschinen mit der gleichen Anzahl von Nicht-Endzuständen, die auch halten. Okay, das war jetzt ein langer Text. Machen wir es nochmal deutlich an einem Beispiel. Nehmen wir mal die Turing-Maschine mit einem Nicht-Endzustand. Also wir haben einen Zustand zur Verfügung und wir dürfen uns noch einen Endzustand dazu basteln. Ja? Also einen Endzustand dürfen wir immer mit dazu nehmen, aber wir haben einen Nicht-Endzustand. So, den nennen wir mal Z0. So. Wie viele Einser kann ich jetzt aufs Band schreiben, maximal unter der Bedingung, dass die Turing-Maschine auch hält? Ja, mit einem Zustand. Können wir uns mal überlegen, ja? Nehmen wir mal hier so ein Turing-Band. So. Und wir haben einen Zustand und dürfen Einser schreiben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass auf dem Band überall Leerzeichen oder Nuller stehen. Also ich schreibe jetzt die Nuller nicht hin, ne? Sondern hier stehen überall Nuller drin. Okay. 0, 0, 0, 0, 0. Okay. So. Haben also einen Zustand zur Verfügung. Ja? Einen Zustand haben wir zur Verfügung, den nennen wir Z0. So. Und was machen wir jetzt mit dem? Wir müssen versuchen, mit einem Zustand so viele wie mögliche Einser aufs Band zu schreiben, aber trotzdem irgendwann in den Endzustand überzugehen. Also wir müssen halten. Na gut, also wenn ich jetzt in Z0 bin und eine 0 lese, ne, hier sind überall Nuller drauf, dann kann ich einmal Folgendes machen: in Z0 bleiben, eine 1 aufs Band schreiben und nach rechts gehen. Also wir haben jetzt hier eine 1 draufgeschrieben. Und sind in Z0 und gehen mal nach rechts. So. Was ist jetzt? Ah ja, jetzt haben wir wieder eine 0 auf dem Band, sind in Z0. Jetzt wird diese Regel wieder angewendet. Ja, wir schreiben jetzt wieder eine 1 und gehen nach rechts. Schreiben wieder eine 1 und gehen nach rechts. Also, das ist schon eine Turing-Maschine, die nicht hält. Da haben wir ein Problem. Ja? Also, das wäre kein fleißiger Biber, der schreibt unendlich viele Einsen zwar aufs Band, aber hält auch nie. Ne? Wir wollen ja halten und gucken, wie viele Einser kriegen wir maximal hin. Okay, also das geht so nicht. Ja? Dann dürfen wir jetzt hier vielleicht nicht nach rechts, sondern nach links gehen. Aber das hilft auch nicht weiter. Ne? Wenn wir die 1 schreiben und nach links gehen, dann schreiben halt unendlich viele Einser nach links. Das hilft auch nicht. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt hier halten? Also wenn wir nichts machen, meine ich. Nicht halten, sondern wenn wir nichts machen. Ja? Dann wären wir jetzt hier in Z0, schreiben eine 1 und machen nichts, dann würden wir jetzt in Z0 eine 1 lesen. Ja, hilft uns das, ne? Wir könnten jetzt in Z0 bleiben und nach rechts gehen. Die 1 schreiben und nach rechts gehen, aber da hätten wir das Problem nur verschoben. Jetzt sind wir wieder hier 1 nach rechts gewandert, in Z0 lesen in 0 und würden diese Regel wieder ausführen und würden wieder unendlich arbeiten. Nee, wir müssen hier oben uns schon entscheiden, nicht in Z0 zu bleiben, sondern in ja, den Endzustand zu gehen. Ja, wir gehen in den Endzustand, schreiben eine 1 und das können wir machen, was wir wollen, ist eigentlich wurscht, ne? Wir können auch bleiben. Halten wir mal. So. Also wir haben uns darauf geeinigt, nichts hinzuschreiben. Also links, rechts oder nichts machen. So. Okay. Man kann noch ein bisschen rumprobieren. Wir haben fast alle Möglichkeiten ausprobiert. Ja, also man wird es nicht anders hinkriegen. Mit einem Nicht-Endzustand, also wir haben nur einen Z0 zur Verfügung, können wir maximal eine 1 aufs Band schreiben. Und wie viele Schritte haben wir dafür gebraucht? Einen, ne? Wir schreiben die 1 und sind fertig. Also eine Regelanwendung haben wir ausgeführt. Das halten wir mal fest. Und zwar machen wir uns hier mal eine Tabelle hin. N sagt, wie viele
nicht Endzustände wir haben. Ja? Einen Zustand haben wir gehabt, z0. So. Jetzt gibt es eine Funktion Sigma n, die besagt, wie viele Einsen können wir denn maximal hinschreiben mit n Nicht-Endzuständen? Und wir haben jetzt gesehen, wir können maximal eine 1 aufs Band schreiben. So. Und vielleicht geben wir noch die Schritte an. Wir schaffen das in einem Schritt. Naja, okay, das ist jetzt ein bisschen langweilig, ne? Aber so ist es. Jetzt kann man sich denken, na, das ist ja ganz einfach, ne? Das kann man jetzt für 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter auch weitermachen. Wir werden gleich feststellen, gucken wir uns nochmal die Maschine, versuchen wir mal den fleißigen Biber zu finden mit zwei Nicht-Endzuständen. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Okay. Also, wieder überall Nuller auf dem Band. Also soll Nuller dastehen. Ne? Und, oder nichts, wie man will. Und wir gucken uns jetzt mal den Biber an, den fleißigen Biber mit zwei Nicht-Endzuständen. Ja, den müssen wir jetzt finden. Okay, also, was können wir machen? Wir sind in Z0, ne? Lesen eine 0, das ist am Anfang ja immer so, Z0, 0. Und wir haben noch Z1 zur Verfügung neben dem Endzustand. Was können wir also machen? In Z0 schreiben wir eine 1. Ja? Wir schreiben eine 1, gehen nach rechts vielleicht, also eigentlich ist es jetzt wurscht, ob wir nach rechts oder nach links gehen. Und ja, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt dürfen wir nicht in Z0 bleiben, ansonsten würden wir wieder endlos viele Einser aufs Band schreiben. Also müssen wir hier nach Z1 wechseln. Was können wir jetzt machen? Bei Z1 können wir zum Beispiel das Gleiche machen. Also wir sind jetzt hier in Z1. Wir sind in Z1 und, ah ne, wir sind nach rechts gegangen, Entschuldigung. Wir haben die 1 geschrieben. Sind nach rechts gegangen, sind also hier in Z1. Ja, jetzt könnten wir Folgendes machen. Ne? Wir sind in Z1, lesen die 0 und gehen in, wir müssen uns überlegen, schreiben auch eine 1 und gehen nach rechts. So, wäre denkbar. Ne? Wir schreiben jetzt hier eine 1 und gehen nach rechts, sind dann hier. In welchen Zustand sollten wir jetzt gehen? Wenn wir in Z0 gehen, dann erzeugen wir wieder endlos viele Einser. Das wollen wir vermeiden. Wir müssen halten. Wenn wir in Z1 gehen, ebenso. Also müssen wir eigentlich in Endzustand gehen. Ne? Also hätten wir mit zwei Nicht-Endzuständen zwei Einser erzeugt. Das befriedigt nicht so ganz. Und ja, wenn man ein bisschen rumüberlegt, wird man feststellen, es geht besser. Ja? Dann schauen wir mal. Also der Anfang hier ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? Wir gehen in Z1 und dann 1 nach rechts. Was wir jetzt machen können, ist, wir sind jetzt hier in Z1, ja, also wir sind 1 nach rechts gelaufen, haben nur 1 geschrieben vorher, sind 1 nach rechts gelaufen, sind in Z1 und lesen jetzt eine 0. Wir können ja in Z1, wenn wir eine 0 lesen, bleiben wir mal in Z1, schreiben eine 1 und gehen nach links. Ja, das können wir ja mal machen. Weil dann erzeugt man nämlich folgende Situation, dann erfolgt man eine andere Ausgangssituation. Ja? Wir sind jetzt in Z1, lesen aber eine 1 und keine 0. Das heißt, jetzt können wir ganz neue Dinge entscheiden. Ja? Z1, 1, was machen wir da? Jetzt können wir zum Beispiel Folgendes machen. Passt mal auf. Wir können jetzt in Z1 gehen, eine 1 schreiben und nach links. So, die 1 wollen wir ja behalten, die werden wir nicht zu 0 machen. Gehen wir mal nach links. Jetzt sind wir in Z1, lesen eine 0, gehen also dann. Haben wir schon eine Regel formuliert, ne? Jetzt sind wir hier Z1 und 0. Bleiben in Z1, schreiben eine 1 und gehen nach links. Ah, Mist, ne? Pass mal auf, jetzt sind wir wieder in Z1 mit einer 0. lesen die 0, schreiben die 1 und gehen nach links. Ja?
Jetzt haben wir wieder so eine Endlos-Sache erzeugt. Nehmen wir, wenn wir in Z1 sind, 0 lesen, gehen wir nach Z1, schreiben eine 1 und gehen nach links. Das führt nicht weiter. Ne? Da schreiben wir jetzt unendlich viele Einsen nach links. Also diese Regel dürfen wir so in dieser Form nicht erzeugen. Also, nochmal von vorne. Ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach, sich das zu überlegen, dass es das auch immer schön hält. Ne? So, also wir hatten hier, nur von Anfang, Z0, 0. Wir schreiben eine 1, gehen in Z1 und 1 nach rechts. Dann sind wir hier. Ne? Z1, 0 ist die Strategie, schon mal nicht schlecht, eine 1 zu schreiben. Nach rechts zu gehen ist doof, mit Z0 und Z1 zu wechseln. Nach links zu gehen und in Z1 zu bleiben ist auch doof, haben wir gerade festgestellt. Also machen wir nochmal Folgendes. Gehen wir doch mal nach Z0. Ne? Den haben wir ja noch zur Verfügung. Also wir schreiben eine 1, gehen nach Z0 und nach links. Das heißt, wir sind jetzt hier in Z0. Z0 und 1 haben wir noch nicht. So, was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, ne? Also wenn wir jetzt nicht wieder nach rechts gehen wollen, was irgendwie ja sinnlos wäre... Wir könnten jetzt nach links gehen und entweder in Z0 bleiben oder nach Z1 wechseln. Vielleicht, ja, wenn wir jetzt nach Z0 wechseln, dann probieren wir es einfach mal aus. Wir gehen nach Z0, schreiben eine 1 und gehen nach links. Ja? Also Z0, wir sind in Z0, lesen eine 1, bleiben Z0, schreiben eine 1 und gehen nach links. Das sind wir hier. So, in Z0. In Z0 lesen wir jetzt die 0, schreiben die 1, gehen nach Z1 und nach rechts. So, ah ja, dann sind wir hier. Jetzt könnten wir doch Folgendes machen. In Z1 lesen wir eine 1. Ne? Sind jetzt hier, sind in Z1, lesen die 1. Und jetzt gehen wir in Endzustand, ne? Schreiben die 1 und machen nichts. Jetzt haben wir 3 Einser produziert mit 2 Zuständen. An der Stelle könnte man sagen, super, ne, wir haben den fleißigen Biber gefunden. Mit 3 Einsen können wir maximal schreiben mit 2 Nicht-Endzuständen. Pustekuchen. So, gucken wir uns das mal genauer an. Hier, schaut mal her. Machen wir es nochmal von vorne schnell. Z0, 0, wir schreiben eine 1, gehen 1 nach rechts, wechseln in Z1. Z1 lesen wir eine 0, schreiben eine 1, gehen 1 nach links, nach Z0 und jetzt sind wir in Z0, lesen eine 1. Jetzt gehen wir mal nach Z1, schreiben eine 1 und gehen nach links. Jetzt sind wir hier mit Z1. Ja? Schauen wir mal, was passiert. Wir wollen noch eine 1 mehr schreiben. Ja? Also wäre es jetzt sinnvoll, an der Stelle mal zu versuchen, was passiert, wenn wir mit Z1 eine 1 schreiben und nochmal 1 nach links gehen. Also wir sind ja jetzt hier in Z1, lesen eine 0. Da haben wir eine Regel für. Damit gehen wir nach Z0, schreiben eine 1 und gehen 1 nach links. Jetzt sind wir hier in Z0. Jetzt sind wir in Z0, lesen eine 0, dafür gibt es schon eine Regel. Wir schreiben eine 1, gehen nach Z1 und 1 nach rechts. Und ihr seht schon, grandios, wir haben eine 1 mehr erzeugt. Jetzt können wir nach Z1 gehen, eine 1 schreiben. Oder Quatsch, wir sind jetzt in Z1, lesen eine 1, das heißt, wir gehen jetzt in den Endzustand. Schreiben eine 1 und machen nichts. Okay. Wenn man jetzt kombinatorisch das Ganze ein bisschen ausprobiert, ne, wird man feststellen, es gibt keine weitere Möglichkeit. Ja, also tatsächlich 4 Einser, das ist definitiv die maximale Anzahl an Einsen, die man mit 2 Nicht-Zuständen, Nicht-Endzuständen schreiben kann. 2, 4. So, wie viele Schritte haben wir gebraucht? Gucken wir nochmal am Anfang. Waren wir hier, Z0, wir sind einmal nach rechts gegangen, haben eine 1 geschrieben. Dann machen wir es nochmal durch, um die Schrittanzahl zu zählen. Ne? Machen wir es noch einmal durch, zählen wir mal die Schritte. So, wir sind am Anfang hier. Z0, lesen eine 0, schreiben eine 1, gehen nach rechts, sind in Z1. Einen Schritt gebraucht. In Z1 lesen wir 0, schreiben eine 1, gehen 1 nach links, wechseln nach Z0.
Zwei Schritte gebraucht. Wir sind in Z0, lesen eine 1, gehen nach Z1, schreiben eine 1 und gehen 1 nach links. Drei Schritte gebraucht. Wir sind in Z1, lesen eine 0, schreiben eine 1, gehen 1 nach links und wechseln nach Z0. Vier Schritte gebraucht. Wir sind in Z0, lesen eine 0, schreiben eine 1, gehen nach Z1 und 1 nach rechts. Fünf Schritte gebraucht. Wir sind in Z1, lesen eine 1, gehen in Endzustand, schreiben eine 1 und machen nichts. Sind fertig. Sechs Schritte gebraucht. Also Schrittanzahl ist 6. So. Aufgabe für euch. Überlegt euch das Ganze mal mit 3 Zuständen und für die ganz hartgesottenen, ja, auch mal mit 4. Es ist ein Geschäft. Es ist nicht tragisch, wenn man nicht zum Ende kommt. Es kommt auf jeden Fall darauf an, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was man alles tun kann oder wie komplex dieses Problem ist. Also einfach mal ransetzen und ein bisschen spielen mit n gleich 3 und n gleich 4 und rauszufinden, wie viele Einser können wir maximal schreiben mit dieser Anzahl n von Nicht-N-Zuständen, wie groß ist Sigma von n und in wie vielen Schritten schaffen wir das.